Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, Windtalker. Wir haben uns hier mal das Spiel Anno 1404 genommen. Ein Aufbauspiel mit Handelspart und allem drum und dran. Ja, und jetzt starten wir hier einfach mal die Kampagne und gucken, was passiert. Kapitel 1, ein Manifest des Glaubens. Erweisen Sie sich Ihres Lehens als würdig und stehen Sie Lord Richard Nordburr beim Dombau hilfreich zur Seite. Leichte Stadt, mittlere schwer. Wir spielen es mal auf leicht, weil ich spiele es blind. Das letzte Anno, das ich gespielt habe, war nämlich 1602. So. Dann hoffe ich, diese Art von Spiel gefällt euch. Ich bin auch froh, wenn ihr mir Tipps schreibt zu Anno. Weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin aus diesem Anno-Universum ziemlich raus gewesen. Wie gesagt, ich habe 1602, das war ja das erste Anno, das kam, gespielt. Und danach eigentlich nichts mehr. So, der Balken ist schon fast fertig. Wenn ihr noch gute Aufbauspiele oder Strategiespiele kennt, einfach mal in die Kommentare um das Video schreiben, was ihr noch so gut findet, als Let's Play vielleicht auch, oder generell einfach mal für mich auch zum Zocken. Danke euch. Und solange das jetzt hier lädt, mache ich eine kurze Pause, würde ich sagen. Zurück. Erscheint so vieles klarer, deutlicher. Eine trügerische Illusion. Denn Gottes Wege sind unergründlich. Niemand hätte ahnen können, dass ausgerechnet die Person, die Anno Domini 1404 ihr Lehen in einer unbedeutenden Provinz des Kaiserreichs antrat, schon bald in einem Atemzug mit den größten Helden unserer Zeit genannt werden würde. So, dann setzen wir mal die Segel. Verzeiht meinen Trübsinn, doch schlechte Kunde überschattet eure Ankunft. Unser geliebter Kaiser, mein geschätzter Vetter, ist von einem rätselhaften Leiden befallen. Mit sorgenvoller Miene begrüßt sie Lord Richard Nordburr und berichtet, der Kaiser läge mit einer mysteriösen Krankheit danieder. Mit diesem Dom will ich Gottes Gnade erflehen, auf dass er unseren Herrscher verschone. Doch der Bau schreitet viel zu langsam voran. Um Gott und die Genesung des Kaisers anzuflehen, will Lord Richard Nordburr einen gigantischen Dom errichten und benötigt dafür ihre Hilfe. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin Lord Richard Northburg, der Siegelbewahrer seiner Majestät. Ich werde euch unter die Arme greifen, bis ihr euch hier etwas eingelebt habt. Trotz aller Sorge will ihn Lord Richard Northburg auch beim Ausbau ihrer eigenen Siedlung mit gutem Rat zur Seite stehen. Noch ist euer neues Heim eine beschauliche Siedlung. Doch wenn ihr euch erst mit allem vertraut gemacht habt, wird sie in euren Händen bestimmt zur Metropole erblühen. Für den Anfang schlägt Lord Richard Northburg vor, dass sie sich um die Versorgung ihrer Bevölkerung kümmern. Kapitel 1. Ein Manifest des Glaubens. Sucht mich doch gleich auf meinem Schiff auf, damit wir mit eurem Lehenseid die Übernahme dieser Ländereien rechtmäßig besiegeln können. Lord Northburr ersucht sie, ihn am Ort seines Flaggschiffs von Falkenstein zu treffen, um den Lehenseid abzulegen. Ah, dann gleich in Medias Res. Kraft meines Amtes als Siegelbewahrer seiner Majestät, des Kaisers, überantworte ich euch hiermit dieses Eiland. Handelt stets weise und gerecht. Würdevoll ernennt sie Lord Northburr zum rechtmäßigen Eigentümer dieses Lehens. Nur ihr fester Glaube lässt die Leute das entbehrungsreiche Leben ertragen. Ihr solltet eine Kapelle errichten. Außerdem kann es nicht schaden, für den kranken Kaiser zu beten. Zunächst rät ihnen Lord Northburr, eine Kapelle zu errichten. Was haben wir denn Schönes? Hier.
Errichten Sie eine Kapelle? Zunächst jedoch solltet ihr gleich einmal am Marktplatz vorbeischauen. Er ist das Herz jeder Siedlung. Okay. Wir brauchen eine Kapelle mit mindestens 8 Bauernhäusern in deren Umgebung. Marktplatz. Dieses Objekt ist Teil eines Auftrags. Das ist wohl der Einzugsbereich. Hier haben wir den Marktplatz. Wir haben 8 Bauernhäuser. Okay. Denkt daran. All eure Untertanen benötigen Zugang zu diesem Ort, damit sie sich versammeln und einen Markt abhalten können. Alles klar, mein Freund. So, da haben wir das Baumenü und wir sollen Bauernhäuser bauen. Für den Bau der Kapelle werdet ihr viel. Ihr habt soeben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Yeah. Mehr Untertanen werden nicht nur bald den Kapellenbau ermöglichen, sie füllen mit ihren Steuern auch den Stadtsäckel. Cool. So. Wege. So. Während eure Bevölkerung in ihre neuen Häuser zieht, solltet ihr euch unbedingt auch einmal in eurem Kontor umsehen. Ja, mach ich. Kontor. Geld haben wir 11.800 irgendwas, Ruhm noch keinen, Holz haben wir nichts und wir haben Werkzeug. Ja, ich interessiere. Seht nur, all eure Waren werden hier gelagert und die Bestände fein säuberlich protokolliert. Super. Interessiert begutachtet Lord Northborough gemeinsam mit Ihnen ihre Warenregale. Also wir haben 12 Werkzeuge und wir haben... Die Holzvorräte schwinden. Ihr solltet rasch einige Holzfäller anstellen. Außerdem hatte ich gehofft, dass ihr mir später Holz für den Kaiserdom liefert. Ja, wir gucken dann mal, wie viel Holz wir vor der Hütte haben. So, wir sollen Holzfäller bauen. Und dazu brauchen wir Bäume. Gucken wir mal hier, sieht es doch richtig baummäßig aus. Zack. Nein. Will er hier nicht? Hier will er. Wie sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? So. So. Halt. Ah, so. Sehr schön. Neuen Bauvorhaben steht nun nichts mehr im Wege. Sehr schön. Und wenn Gott will, unterstützt ihr mich schon bald beim Gerüstbau für den Kaiserdom. Genau. Anerkennend begutachtet Lord Northbow ihren neuen Holzfäller. Wenn ich euch diesen Rat geben darf. Ihr solltet rasch eine Fischerhütte errichten. Eine hungrige Bevölkerung neigt zur Rebellion. Okay, um die Nahrungsversorgung ihrer Bevölkerung zu sichern, empfiehlt Lord Northbow den Bau einer Fischerhütte. Herrje, der Marktkarren muss das Holz natürlich erst abholen. Den Bau der Fischerhütte werdet ihr wohl ein wenig aufschieben müssen. Ja, super. Hauptsache, wir haben die Bauernhäuser gebaut, ne? So, was brauchen wir denn dafür? 100 Goldhammer, 3 Holz, 2 Werkzeug und 15 irgendwas. Das heißt, da kommt Holz. Ich sehe Holz. So nah kann man ran, okay. So nah kann man weg. So, wir haben 5 Holz. Wir können doch die Fischerhütte bauen. So, und wo ist die gut? Die Fische. Dann wieder einen Wegeweg. Wie sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? Du nervst, alter Mann. Der Fischer nimmt seine Arbeit auf. Sehr gut. Eure Bevölkerung wird euch eure Weitsicht danken. Danke, Chef. So, wir haben jetzt die Fischversorgung auch... Des Kaisers Zustand hat sich verschlechtert.
Wie sollen wir um Gottes Gnade flehen, wenn der Dom einfach nicht fertig wird? All das Holz für die Gerüste kann ich allein einfach nicht aufbringen. Um den Kaiser besorgt, bittet sie Lord Northbourne, ihn beim Bau des Doms mit folgendem zu unterstützen. 10 Tonnen Holz. Jo, machen wir. 10 Tonnen Holz bereitstellen. Na, da kommt... Was? Leute, kann man die anklicken? Nicht anklicken. Nur so blöd. So. Wo ist denn die Insel eigentlich ungefähr? Das ist so eine Mini-Insel hier nur. So. Okay. 7 Holz. Der mag kein Pferd. 100% Auslastung, gut. Und du da? Ah, 75% plus. Ah ja gut, er hat hier nicht so viele Bäume, ne? War vielleicht nicht so gut, weil er hier hat schön viele Bäume. So. Bauernhäuser. Euphorischer Bauer. Steuerschrauber. Meine Frau sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Ja, wenn nicht noch mehr, ne? Okay, zahlen alle schön brav Steuern, sind euphorisch. Schön. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich sehe, ihr habt etwas Holz vorbereitet. Können meine Matrosen mit der Beladung des Schiffs beginnen? Gut. Ihr seid mir eine große Hilfe. Wenn der Kaiser dank dieses Doms genesen ist, wird auch er euch eure Treue danken. Okay, es hört sich gut an für mich. Gut. Jo. Gut, dann würde ich sagen, ich übergebe euch das Kommando über dieses Schiff zum Dank für eure Hilfe. Yeah. Geht gleich einmal an Bord. Die Mannschaft ist begierig, euch kennenzulernen. So, Lord Northbourne macht ihnen ein kleines Handelsschiff zum Geschenk und bittet sie an Bord. Also wir haben jetzt ein kleines Handelsschiff. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part von Anno 1404. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.